Ahoi, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Hier sind wir wieder und wie versprochen bin ich auf den Funkturm gelangt. Dann wollen wir uns doch mal anschauen, was wir hier alles so in der Umgebung anschauen können. Funkturm aktiviert. Bekomme ich jetzt irgendwas? 500 XP. Oh, jetzt habe ich wieder 2 Erfahrungspunkte sogar. Die ich noch gar nicht weiß, wie ich die einsetzen soll. Weil ausgerechnet die Fähigkeiten, die ich haben möchte, noch nicht für mich frei sind. Jawohl, gratis ist wieder was in den Shops. Eine Schrotflinte. Bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Ja. Hauptmission, würde ich sagen. Der liebe Dennis hat uns wieder was aufgetragen. Und dem wollen wir auch Folge leisten. Was heißt denn jetzt dieses... Oh. Ich wollte schon gerade sagen, was heißt denn jetzt dieses Ausrufezeichen da gerade? Der brüllt dann einfach: Hilfe! Doch, das ist mein aktuelles Ziel. Alles klar. Ach, verdammt. Jetzt habe ich den Bogen nicht mehr mit. Na gut. Gerade irgendwas gefaucht schon wieder. Gib mir das Geld. Hier eine Schlange. Takedown von oben. Ja, wenn ich doch einmal hier in so einer guten Position bin, dann will ich doch auch die Leute wegsnipen. Die von nahen, die kann ich auch so... Jawohl, und jetzt lassen die sich auch hier ein bisschen besser markieren. Den hab ich. Und den hier noch. Und ich glaube, den möchte ich auch gleich ausschalten. Hier noch einer. Oh, 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 oh. Zerstörbare Barrikade. Ah, und jetzt wird mir die Schlange zum Verhängnis. Da habe ich mich noch lustig gemacht über die Schlange. Zack, aus der Hüfte. Weg mit dir. Tut mir leid, aber ich will immer die Leiche plündern. In dem Spiel natürlich nur. In echt mache ich sowas ja natürlich nicht. Leichen plündern, uncool. Na schade, ich habe gedacht, ich habe ihn. Ah. Na gut, dann machen wir das anders. Rambo! Nicht schon wieder. Meine Güte, diesmal habe ich dich gesehen. Thank you.
oben? Das ist ja echt scheiße. Wenn da oben noch einer ist. Durchsuche den Lagerschlüssel. Haben wir Lageraufseherschlüssel? Was weiß ich. Wo soll ich hin? Hier irgendwo. Oh, der König hier. Der hat sich das aber gemütlich gemacht. Sehr schön. Oh, der hat eine Shotgun. Ja klar, auf engem Gelände. Könnte ich das Ding auch mal nehmen? Ach nee, ich guck. Ach, ich kann ja mal die hier ausprobieren. Die MP, die gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Koks. Ja, einfach halt mal so. Lisa, ich komme. Damit die Leute wissen, dass ich hier bin. Ein bisschen Koks nehme ich mir mit. In die Nase. Jawohl. Läuft doch ganz gut. Bis auf, dass die keine MP-Munition laufen lassen. Fallen lassen. Kopfschuss, wie mache ich das denn? Die kommen einfach um die Ecke, Headshot. Ich brauche keine Shotgun. Ich treffe auch so. Boah, ist das ein auf... Was ist das? Koks? Ich denke mal, das ist Koks, oder? Keine Ahnung. Das ist aber echt eine ganze Menge. Ich meine, so ein Gramm Koks, ich habe es letztens gesehen in so einem Magazin, was ich ab und zu mal lese, Welt der, in so einem Koks-Magazin, in Welt der Wunder. Die teuersten Materialien der Welt. Ich glaube, Koks war auf Platz 10. Ein Gramm 80 bis 100 Euro. Ich komme, Lisa. Heroin war danach. Und dann kam noch irgendeine Droge. Und dann kam nur noch Metalle und Gase und so weiter. Ich glaube, das teuerste Material der Welt. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber... Das war, glaube ich, ein Gas. Und das hat dann irgendwie 25 Millionen Euro oder was gekostet pro, was weiß ich, Gramm oder ich weiß nicht mehr, in was man das gemessen hat. Relikt. Oh. Ich glaube, ich will den Tiger zuerst loswerden. Was ist denn das? Eine Mine? Annäherungsmine. Oh. Warum gehen die jetzt schon hoch? Ist nur ein Video. Sie ist nicht hier. Du lässt den Tiger bestimmt gleich frei. Ach, er lässt ihn dann frei. Ach, na toll. Nein. Siehst du, was du getan hast? Du hast meine Schauspielerin gegen mich aufgemacht. Jetzt verpiss dich von hier. Verschwinde. So. Gleich, damit er da dann mir nichts anhaben kann, wenn er da rauskommt. Jetzt habe ich... Wir gucken uns das nochmal an. Nein. Bitte. Nein. Ich will, dass
Ich liebe euch. Mom, Dad, ich will nach Hause. Es war sehr schön. Und jetzt mach's nochmal. Nein. Mit den Emotionen. Du kannst es doch halt wieder los. Nein. Yo, was? Die Brody-Jungs haben gerade den Funkraum, der mit Benny, Ben. Ich drehe hier einen Film, okay? Ich drehe hier einen Film. Du musst echt abhauen hier, Mann. Die verdammten Idioten schwätzen deine Namen. Bitte! Nicht so fluchen. Okay, wir sind in Gesellschaft einer echten Dame. Fick dich. Fick mich? Siehst du, was du getan hast? Du hast meine Schauspielerin gegen mich aufgebracht. Jetzt verpiss dich von hier. Verschwinde. Ich bin nicht wirklich von meinen Freunden. Okay, der Typ ist ein Riesenarschloch. Wir gewinnen einen Oscar dafür, okay? Wir gewinnen den Oscar. Weiter. Ja, Leo. Der Leo hat einen Oscar. Jawohl. Ah, vorbei. Was? Wo bist du? Oh, ah, oh. Hier wurde das Ganze gedreht. Wir bringen dich zu. Hey, wie konntest du nicht in meine Minen reinlaufen? Warum hab ich die überhaupt da hingelegt? Ich dachte, der lässt den Tiger frei. Na gut, ich setze die Dinger sonst eh nie ein. Jetzt gucken wir erstmal hier. Wir lauschen Bars wunderschöner Stimme. Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Cedra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat dir nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht, jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt doch mal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Cedra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason, ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Raus da, raus da! Komm, mach! Das Ding bricht ein! Oh nein, jetzt müssen wir uns hier rauskämpfen. Ich find doch den Weg wieder nicht. Nö, ich gehe hier lang. So, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Hier. Ich bin unterwegs. Wenn man weiß, wo es lang geht, dann ist man ich muss auf die Rohre in noch nicht mal der Hälfte der Zeit durch. Also ist kein Wunder, dass die Entwickler einen so viel Zeit geben, meistens. Weil die schon wissen, dass die Leute hier nicht raffen, wo sie lang müssen, manchmal. Kann ich mir doch noch gönnen. Lisa, ich steh die Tür, ich komme! So, diesmal habe ich aber einen Nahkampfangriff gemacht hier. Ja, komm, beweg dich. Schnell raus hier. Ah. Ach komm schon, das wäre zu schön gewesen. Wenn ich diesem Skript entgegengewirkt hätte, indem ich selber gesprungen wäre.
Natürlich Nachladen nicht vergessen im Eifer des Gefechts. Ich halt die komm, nicht komm, komm! Aus. Junge! Komm, Leo, hol dir deinen Oscar! Wir haben es doch gleich, Junge! Hier ist sie doch, ich höre sie doch schon. Ganz ruhig, Lisa, ich komme! Keine Sorge, ich bin da! Oh mein Gott! Still! Wir haben Oliver! Wir haben Oliver! Oh. Wir können jetzt nichts für ihn tun! Das ist eine hübsche. Dann los, Spinner! Ich hab eine Idee! Okay. Ach so. Ist er jetzt eigentlich mit Daisy oder mit der Liz zusammen? Der einzige Weg runter, komm schon! Oh! Oh mein Gott! Er ist, glaube ich, mit Liz zusammen. Oh, schnell weg da, das ist das Geländer. Das ist das Gerüst, da geht so viel in den Arsch. Wenn das alles einbricht. Ja, gute Idee. Frau am Steuer. Kann immer noch besser fahren als ich. Glaub mir. Oh, schnell drücken hier. Smashen. Unser Jason wird zum richtigen Mann hier. Boah. Hast du die Explosion? Wie er sich freut. Welche Explosion? Welche Explosion? Fickt euch! Jawohl! Verkehrsberuhigung! Jawohl, Verkehrsberuhigung! Ich kann das nicht! Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon! Der freut sich mit einem Lächeln. Du machst es schon! Ja, fahr einfach weiter. Ich hab hier hinten meinen Spaß. Ja klar muss ich auf die schießen, meine Liebe. Du bist keine Hilfe. Die schießen ja auch auf uns. Würden sie zumindest, wenn ich sie nicht vorher platt machen würde. Fahr geradeaus, ich schieße immer daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen. Fahr geradeaus, ich schieße daneben. Der ist nicht schlecht. Hände auf 10 von 2, 10 von 2. Dann fahr du doch. Ach ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Schneller, schneller! Keine Straße, geht nicht! Sag wer? Die Bullen? Ist schön, wie er seine Freunde noch anheizt. Ein Fähigkeitspunkt, na den muss ich sofort skillen. Der Motor aus! Nein, abgesoffen! Los aussteigen und nochmal ran. Willst du mich verarschen? Du weißt nicht, wo die Kupplung ist? Wie willst du das Ding dann zum Rollen bringen? Am Anfang. Pistole! Der lebt immer noch. Ich sehe ihn nicht. Alles klar, ich hab's jetzt. Das war aber jetzt haarscharf. Das reicht eigentlich schon, wenn ich sie wenigstens leicht treffe. Wir hängen sie ab. Ich muss spannend. Schneller, schneller. Geil, diese Fisser haben gar nicht gemerkt, was passiert ist. Nö, haben gar nicht, schon bloß auf dich geschossen. Großartig. Wie er sich freut, er verwandelt sich. Hältst du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin.
zum Doktor. Der bringt die ganzen hübschen Frauen zu dem Doktor. Der weiß, warum er Medizin studiert hat. Sie sagte, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Na klar. In einer Höhle unter dem Haus. Sind wir wieder Pilze suchen, oder was? So, meine lieben Damen und Herren, ich erhalte hier mehr Fähigkeitspunkte, als ich überhaupt ausbauen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 3. Bis dann!